So, wir haben gerade 6 Uhr morgens. Die Lederrüstung brauchst du nicht. Was? Welche? Natürlich brauche ich die Lederrüstung. Erstmal machen wir jetzt mal neue Stufe. So, wir haben 210 Magicka, wir haben 200 Ausdauer, wir haben 170 Gesundheit. Ich mache jetzt mal Gesundheit auf 200 voll. So. Zumal mir da sonst Dingsbums, weil ich will ja nicht mit der Dingsbums, mit der geklauten, mit der Diebe. Sag mal, hörst du mal auf, mich rumzuschieben? Du bist schlimmer als Lydia. Was? So. Weil ich will ja nicht mit der Diebesdingsbums rumrennen, wenn ich nicht für die unterwegs bin. Weil sonst sieht doch jeder, dass ich in der Diebesgilde bin. So. Lederstiefel haben wir aber mal, die haben 22. Na, die hätten aber mehr, ne? Aber das Ding ist, ich habe mir die, da habe ich mir selber gecraftet. So, ich habe hier Handschuhe, Kapuze, Rüstung, Stiefel. Das wären 2, 4, 6. Handschuhe, Kapuze. Siebenundsiebzig. Das sind 3 mehr. Ah, aber Tragfähigkeit ist hier erhöht. Macht denn das Nachtfalke? Macht denn das eine Auswirkung? Also wenn ich jetzt mit der Diebesgildenrüstung rumlaufe, bin ich dann irgendwie markiert als Diebesgilde oder so? Oder ist das egal? Wenn ich die jetzt nehme, 370. Oh, die habe ich ja an. Ich laufe die ganze Zeit mit der rum. Na, ist sie ja, dann brauche ich die auch nicht mitnehmen. Habe ich mir voll verguckt? So ein Scheiß. Ah, der Tigerleder, das müssen wir nochmal üben. Oh, naja. Eigentlich nicht, bin mir aber nicht sicher. Na, wobei das Ding recht hat, Nachtfalke. Wenn ich es eh nicht anhab, dann, ne? So. Ich hatte doch noch einen anderen Ring. Fertigkeit, leichte Rüstung um 15. Ah, genau, Amulett war das. Okay. Ah, Töle, geht doch mal auf. Alter, ist die Töle nervig. So, wir machen mal einen neuen. Mal gucken, wie lange ich noch neue Spielstände annehmen kann. Mach keinen Unterschied groß, die Bruderschaftsrüstung, bist du erkennbar, dass du dazugehörst. Also, wie jetzt bei der Bruderschaft, also bei der Diebesgilde nicht, bei der Bruderschaft aber schon, oder nie? Alter, wie mich die Töle halt nervt, oder generell bei den Rüstungen. Ich bin jetzt eh die ganze Zeit mit. Aber das erklärt, warum die hier gesagt haben, immer so, ne? Das erklärt's.
So, gehen wir weiter zu dem komischen, die Axt da holen. So, wir nehmen aber wieder unsere Abkürzung. Das lasse ich jetzt mal. Erinnert mich mal dran, hier das nächste Mal wieder aufzuräumen. So, da müssen wir mal lang. So, bitte jetzt kein Drache kommen, das wäre ein bisschen suboptimal. Ein Falder. So, die anderen beiden kommen schon irgendwann wieder. Oh, da war der Ausdauer alle. Aber sind sie denn da? Ah, die kommen schon irgendwann. Wir laufen aber mal in die Richtung. Ey, servus. Eigentlich hatte ich heute sogar auch mal vor, vielleicht mal die ein oder andere Festung zu machen. Na, mal gucken. Das ist halt immer das, ne? Wenn man halt eine Liste an Dingen hat, die man machen will, und dann schafft man von der Liste, wo 20 Sachen draufstehen, eine Sache. Oh, ganz wichtig, die Tundra-Baumwolle, ne? Immer mitnehmen, die hilft gegen alles. Ich hab dich gehört. Ey, was machst du hier? Es geschah alles so schnell. In einer Minute war der Drache noch da und in der nächsten war er fort. Alles war zerstört. So kaputt sieht's hier gar nicht aus. Bin ja mal gespannt, wie wir bei Bino laufen müssen. Immer eins nach dem anderen machen, sonst wird es nie fertig. Ja, ja. Wie gesagt, also ich habe extra in die Aufnahme vom letzten Mal geguckt. Was haben wir denn so gemacht? Ah, genau, wir waren in Rüften. Und dies und das und jenes und tralala. Und okay, dann könnte man doch. Dann habe ich mich an eine Liste erinnert, an drei Städte. Und habe die, wo ich mir das aufgeschrieben habe, aber nicht mehr gefunden. Dann dachte ich mir so, ne, Diebesgilde, wir spielen ja hier eh so eine charakterliche Drecksau. In-game. Und dann dachte ich mir, könnte man doch mal in Rüften ein Häusle bauen. Grünquelllichtung, okay. Ich glaube, hier war ich schon. Gekochtes Rindfleisch, Gold. Ah, die ist leer, hier war ich schon. Ah, die zwei sind auch wieder da. Ja, dann dachte ich mir halt eben, ne, so, oh scheiße, das steht da aber nicht drauf. Rüften. In der einen Stadt hier in Falkenring war ich eben noch nicht. Dann dachte ich mir, ja, können wir ja mal ganz kurz hingucken. So ganz kurz. Ja, Tigerle, das üben wir aber nochmal, hä? Ja, und jetzt renne ich hier in der Gegend rum für irgendeinen Tetrafuzzi. Solltest du Diebesgilde weitermachen, dass du die Nachtigallenrüstung bekommst? Nein, das machen wir jetzt andermal. Jetzt renne ich hier schon für den Tetrafuzzi rum. Eigentlich würde ich halt ganz gerne mal ein paar mehr Häuser haben, dass ich besser sortieren kann. Ja, was bist denn du für ein Gaul? Ja, nee.
Eigentlich wollte ich dahin. Jetzt ist das nächste. Kann ich den Adler, ja? Kann ich den Gaul verkaufen? Rotte Gaul, warte mal, du, da ist. Da ist Eisenerz. Na? Bei Eisenerz, das war jetzt aber mager. Wo ist denn jetzt so Gaul? Hä? Alter, verarschen? Kann ich den jetzt verkaufen, Chat? So, jetzt gucke ich doch mal auf die Map. Nein, nicht auf die, die da. Wo ist denn hier die nächste Stadt? Mortal, Mortal. Hatten die einen Stall? Hier ist Stelle. Okay, dann hatten die da wohl keinen. So, hier hätten wir welche. Okay. Katlas Hof? Ist es ein Stall oder? Will nicht schnell reisen, ich will. Alter, ich will doch einfach nur. Oh Mann! Gut, wir machen das so. Warum sind hier Feinde? Ich probiere das jetzt einfach. Wenn mich Chat nicht antwortet, bis wenn die wieder alle im Lurk sind, dann probieren wir das. Ah, I remember. Da bin ich schon tausendmal gestorben da oben. So, kann ich mit dir jetzt hier durch? Das finde ich schön, Gaul. Ja, ja, ich weiß, Nachtfalke. Mit dem Haus kaufen, dass ich der Tane sein muss. So, wie kommen wir denn da? Da kommen wir runter. Dann darüber. Komm ich denn da drüben wieder raus? Ja. Komm ich. Buß, Dyriana. Oh, mir geht's heute sogar mal halbwegs. Halbwegs gut, wollte ich sagen. Und dann sah ich Löwe. HWS miet zwar immer noch rum, Rücken genauso. Aber es tut sich zumindest was. Und bei dir alles schick, Styriana, hoffe ich doch. Und das hier? Oh, das sind Feinde, das lassen wir mal. Immer eins nach dem anderen. Oh, hier haben wir Drachenvehikel mal wohl gehabt. Ah, der ist aber noch zu. Jo, alles gut, das freut mich. Ah, nö, jetzt echt, oder? Thank you.
Tschüss. Ich stehe gerade gerannt, bitte. Aber wenn ich dort da drüben. Mach mal, rennst du mal? Jetzt rennt er wieder. Ich will doch nur wissen, ob ich die verkaufen kann, die Gauler, die ich finde. In Red Dead Redemption 2, ich glaube, den Gaul hier kann man nicht mehr verkaufen. Ich glaube, den kann man nicht mehr verkaufen. Schade, dass du nicht modden kannst. Ich sag's ganz ehrlich, würde ich auch, also ich könnte schon modden, weil ich habe auf dem PC ja auch. Wollte ich gerade sagen, auf der PS4 auch, aber nein, auf der PS4 habe ich es nicht. Glaube ich, reite doch gerade vollkommen falsch, oder? Das ist doch ein ganz anderes Kaff, wo ich eigentlich hin will. Oder? Drachenbrücke. Also ja, das ist irgendwie, bin ich gerade nicht da, wo ich hin wollte. Aber gut, wir machen mal hier. Dann passt das ja zumindest halbwegs. Alles klar, Flex. Dann viel Erfolg. Aber bei mir ist das Problem, wenn es dann und gerade bei was ich mitbekommen habe, bei Skyrim kann man sehr viel kaputt machen. Also eine falsche Mod reicht da schon. Oder wenn er meine Mod nicht mehr gefällt, den Mod wieder rausnehmen, um safe zu zerballern. Und spätestens beim zweiten Mal hätte ich halt keinen Bock mehr, ne? Ein Styrianer suchtet gerade Dragon's Dogma Dark Arisen. So ein nices Game. Glaube ich muss hier runter, oder? Letztens habe ich gesehen, hast du Minecraft gespielt. Rückkehrt das Ding? Nee, ich will da rüber. So, da vorne sind Ställe, jetzt haben wir es doch. Da sind wir doch gleich. Ha, gefunden. Jetzt muss ich nur noch die Stelle finden. Stelle? Ja, da oben oder was? Glaube ich habe so auch gefunden. Doch sind wir mal wieder ein bisschen weiter. Ja, ist auch schön. So, lass mich raten. Weil ich jetzt hier bin. Nix, Huskal, Quatsch, Tane, irgendwie so, kann ich hier nicht verkaufen, oder? Habt ihr schwer für die Zukunft arbeiten und die Vergangenheit ruhen lassen, seit ungefähr 8 Jahren. Ich arbeitete mal als Söldner, aber nach einer Reise in die Rabennarbenhöhle war es damit vorbei. In dieser Höhle gibt es Hexenraben mit Klauen wie Dolche. Wenn man sie an sich heranlässt, schlitzen sie einem in Windeseile den Bauch auf. Solche Kreaturen lassen einen darüber nachdenken, was man vom Leben erwartet. Wenn ihr unterwegs nach Einsamkeit seid, solltet ihr zwischendurch mal die Aussicht genießen. Es lohnt sich. Jetzt sagt er mal jetzt, vorhin habe ich danach gefragt. Jetzt weiß ich das auch. Egal, komm her. So, bin ich schade, so.
So, dann wieder Richtung unser Ziel. Sollte ich aber vielleicht mal auf die Map gucken. So, okay. Also da, so, so, so. So. So ist der Plan. Bin gespannt, ob der Plan so funktioniert. Da sind wir uns überraschen. Otte Gaul, deine Ausdauer ist für den Arsch. Aber haben wir ein bisschen Rundflug gemacht. Also Rundflug beim Reiten. So, dann probieren wir es mal da hoch. Und Lyriana, wäre Skyrim nichts für dich? So unterwegs auf der Switch so ein bisschen. Oh, guck mal, da schleppen sie wieder jemanden. Aber probieren sie mal so rum. Ah, sieht sich gut aus. Ist es schon wieder sehr winterlich. So, wenn wir da sind, dann darf Hotte Gaul alleine auf Wanderschaft gehen. Alter, oh! Also, der ist schon wieder da. Alter, die Cam auf dem Gaul, die ist echt furchtbar. Alter, wie der Hund mich! Als ständig rumschiebt die Nervensäge. Ah, wir reiten mal da hinten rum. Sag mal! Ich bin ja gespannt tatsächlich, wie das Ganze irgendwann dann mal in Skyrim 6 sein wird. Oh, zu allmählich muss ich doch da sein. Ja, hier wohl nicht. Weiter weg folgen. Wie weiter weg folgen? Ja, wenn ich den Gaul nicht verkaufen kann, dann... Oh. Ah, kommst du mit? Wie der halt rückwärts läuft. Aber da. So, Hotte Hü darf jetzt mal gehen. Wir gucken jetzt Karte. Also dem Weg folgen Richtung Markierung wäre schon mal schmäh. Also muss man so und so geht das hier. Ja, wir müssen jetzt davor. Ist nur die Frage. So, wir schauen mal so. Genau, dann müssen wir mal links und dann rechts. Also einfach den Weg hier.
Mission, nicht eigene. Also, den meinst du, ja. Was? Baba Yak. Was für ein Ding? Ihr habt den gesegneten Sheogora zurückgebracht. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ihr den Baba Yak auf mich anwenden würdet, euer Gnaden. Oh, ihr habt ihn. Den gesegneten Baba Yak. Ihr müsst ihn auf mich anwenden. Das müsst ihr einfach. Madame Verrückte, tut mir leid, die heißt so, ja? Tut mir ja leid, aber ich habe nichts dabei hier, Baba Yak. Baba Yak schläft zu Hause in Kiste. Also kann sich mein Chat bitte mal merken, die Koordinate hier. Bitte nochmal herkommen mit Baba Yak. Höhle des verlorenen Echos. Nein, wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Wir gehen jetzt in die Richtung. Na, da Begleiter kommen auch wieder. Dann sollten wir hier jetzt dann hoch können. So der Plan. Und scheint zu stimmen. Pass dir auf, danach müssen wir die ganze Schoße wieder nach Hause rennen. Hoch! Mach einmal! WB-Aflex! Oh, na toll! Bleibst du liegen, dummes Viech? Oh, meins, looten. So viel Zeit muss sein. Trollfett, wozu brauchten wir Trollfett nochmal? War das jetzt Lasagne oder war das Bolognese? Sag mal, Barba Dingsbums. Was hat dir der arme Bock getan? Du Mörder, du! Du bist ein ganz böser Hund, jawohl, ja. So allmählich kann ich verstehen, dass dich dein Besitzer rausgeschmissen hat, ja? Möchte ich nur mal anmerken. Doch furchtbar, oder? Bringt dir ja einfach in einen armen, unschuldigen Bock um. Wir müssen darüber. Sag mal, so allmählich bin ich aber am Ende der Welt angelangt, oder? Nein, das machen wir nicht. So, Frage. Nein, das machen wir immer noch nicht. So. Glaube Müll. Hörst du auf, sag einmal, du blöde Töne, du blöde. Glaube, wir müssen da runter, hä? Oh, ich glaube, wir müssen dahin.